Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Es wurde ja schon lange angekündigt, lang ersehnt. Und zwar sind wir hier auf der wunderschönen Karte, der wusste nichts fragt, auf der wunderschönen Karte Ellerbach. Schon hey, relativ alt und wir sind auch nicht dabei. Alleine, sondern mein Kollege, der gute Philipp, ist natürlich auch dabei. Bei der Gemeinde Rade ist er ja auch mit dabei, ne? Ja, okay, gut. Und zwar, dieses Projekt ist ja wie gesagt mit Realismus-Projekt. Mit ein bisschen Story-Hintergrund und zwar da starten wir jetzt dann gleich mal ein bisschen rein. Und zwar haben wir einen Hof von unseren Großeltern geerbt, die leider verstorben sind, und der lag jetzt schon knapp 2-3 Jahre still, also ja, wurde nichts wir mehr draus gemacht. Wir haben die ganzen Schulungen gemacht und ja, die Autos haben wir von unseren Eltern zum 18. Geburtstag bekommen. Ja, wir sind beide schon unsere 20 Jahre geworden, ne? Ja, so. Und du bist vielleicht ein Jahr älter oder sowas, aber wir wissen nicht, wie alt wir sind, nein. Egal, ich bin 19, wie weh? Nein, mit Spaß. Du hast 21, du alte Sau. Ich bin was? 20. Ja, auf jeden Fall haben wir zwei wunderschöne Ford Super Daddy Karren. Ja. Mein wunderschönes Teil, Philipps ein wunderschönes Teil. Und ja, das war richtig creepy, wie du da hinten um die Ecke so rumgekrochen bist, Alter. Ich fahr weg, Hilfe, Mutti. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, es ist, warte, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist auf jeden Fall Rea mit drauf. Was ihr sehen könnt, es ist Seasons mit drauf. Oh Gott, ich hab mir fast der Name nicht eingefallen, du Scheiße. Ja, auf jeden Fall, wir haben gesagt, das sind wir, glaube ich, vorhin nicht ganz dazugekommen. Wir haben unsere Ausbildung abgeschlossen und wollen den Hof wiederbeleben. Ne, warte mal, wiederbeleben. Schwieriges Wort, aber glaub ich glaube, es hört sich neu aufbauen. Ja, wiederbeleben halt einfach. Und ja, unsere Felder, seht ihr, ist rot. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Wir haben 7 Felder und 1, 2, 3. 3 Wiesen, soweit ich sehe. Und natürlich und noch ein bisschen Forschgebiete. Da haben wir einmal ein Forschgebiet, hier unten haben wir ein größeres Forschgebiet. Und haben wir sonst schon eines? Nee. Also wir haben auf jeden Fall ganz gut. Ja, wir haben auf jeden Fall ganz gut was zu tun. Ich habe das bis jetzt nicht gemerkt, weil ich Escape offen hatte. Ja gut. Ja, ich weiß, weil ich dachte, ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Lass losfahren und erkunden. Ich hab Bock. Ja, wir fahren jetzt gleich mal los zu unserem Hof. Wir müssen mal gucken, was da alles rumsteht, weil wir haben null Ahnung. Das letzte Mal, wo wir bei unseren Großeltern waren, ist schon wieder eine gute Weile her. Kommst du da rum? Das Auto ist zu groß, ne? Ja, ich glaube, es war nicht so gut, dass wir hier raufgefahren sind mit unseren relativ kleinen Autos. Ich hoffe, ich nehme da nichts mit da vorne. Ne, geht. So, warte. Gott! Früh bremsen, kleiner Tipp, ne? Ja, okay. So, warte. Ich glaub, eine Feuerwehr Oberbach oder wie das gerade hieß? Oberellerbach, glaube ich. Ich lasse mich einfach mal runterrollen. Ich hoffe mal, hier kommt nichts. Aber ich glaube nicht. Ne, geht gut. Allein jetzt mal weggefahren. Fahr auf mich! Ich muss mich ein bisschen beschleunigen. Wir sind in der Ortschaft, damit darf ich nicht so schnell fahren. Warte, ich schau, wo wir sind. Wir sind in Oberellerbach und fahren jetzt dann in Unterellerbach. Wow. So. Beschleunigen. Ich glaube, 190 oder 70 darf man fahren. 70, glaube ich. Ah, ja. Huch. Aber vielleicht so. So, wir fahren jetzt, ich will mal. Ach, Scheiße. Die Bremse funktionieren eigentlich auch. Geht schon gut los. Ja, richtig gut, Alter. Einmal mal kurz eingescharrt. Kann man machen. Oh. Also ich glaube, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal zu unseren Gehöften und gucken mal da an, was da so rumsteht. Alten, okay. Wir fahren zuerst zum Alten. Ja, und dann würde ich mal sagen, Feldbesichtigung. Alter, du bist weg da vorne. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. Ist es ein bisschen rutschig hier? Ja. Eieiei. Hier ist eine Wiese von uns. Ja, die rechts hier oben. Oh, richtig schön hell. Dieser Wald gehört auch nach uns. Schön, schön. Oh, wie schön, du. Und wer sich jetzt fragt, warte mal, mit Ria, normalerweise sind auch die Bäume dann alle, wie heißt. Ja, Mitte Frühling, falls ihr es nicht lesen könnt. Ja, also. Und die Bäume hier, die wohl halt voll im Laub sind, die hier zum Beispiel, wo ich jetzt gerade meine Kamera drin habe, die habe ich selber hinplatziert. Da kann sein, dass die noch ein bisschen degenerieren müssen oder ja, ein bisschen noch dauert. So, warte mal, wo parken wir denn am besten? Hier steht auf jeden Fall schon jede Menge Zeugs rum. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, bleib nicht stehen.
Hier steht ein Ahnung. Oh Gott, ist es hier eng. Eieiei. Ja, perfekt Parkplatz für mich. Ich parke einfach, ich parke im Hof drin. Komm ich da durch? Oh Gott. Oh. Eieiei, das war knapp. Ja. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben immer. Oh, das Schild wird gleich drauf gehen. Ja, das Schild, naja. Das stellen wir dann schnell wieder auf. Wir haben ja selbst irgendwo einen Spaten rumstehen. So. Ich glaub, bin in der Haus. Hier kann ich parken. Hier stört's nicht. So. Wieso ist hier die Tür offen? Egal. Also sieht auf jeden Fall noch relativ schön hier drin aus. Warte, wir müssen uns dicken. Oh Gott. Man kommt doch ohne dicken rein. Ich war gerade mit deinem Kopf drin. Ohne dicken. Ah ja. Ah, ein paar Spinnen wie eben hängen rum, aber es geht noch. Also, es ist nicht komplett alles verdreckt und so weiter. Ja, okay. Er wird gleich. Naja. Werden wir hier alle vermieten oder so? Keine Ahnung. Mal gucken. Oder Ferienwohnung. So. Komm ich hier rein? Oh ne, ist zugeschlossen. Okay, gut. Ich muss mal eine Spalte abstellen. Okay, also ich stehen auf jeden Fall schon eine Medienmenge Anhänger rum. Das ist ein bisschen neuerer, zwei alte und noch eine alte Mängeldepresse. Interessant, interessant. Da wächst ein bisschen der Baum rein. Na gut. Gang Golf. Kann man da raus? Nee, ich glaub's nicht. Benzinkanister oder Dieselkanister? Oh, schöne alte Krone Ballenwagen hier. Was haben wir denn da drin stehen? Machen wir mal die Tür auf. Eine Werkstatt. Ich komm da nicht rein. Hilfe. Ich bin zu fett. Ich muss mich ducken, warte. Komm ich dann rein? So. Ich komm da immer noch nicht rein. Hallo? Ich okay, bin drin. So kommen wir nicht rein, das heißt, wir machen mal das Tor auf. Und da sehen wir schon die ersten paar Teile. Boah, schön. Machen wir hier den 31. Ich bin durchgekommen. Bist du durchgekommen? Ja, duck und dann hin und her laufen. Okay, dann kommt man durch. Okay, gut. Dann haben wir. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall hier ein paar Traktoren drin stehen. Einmal 3125 Turbo Eicher. Schön, schön. Steyr und ein Steyr. Forscht aus der Stimmung, wie es aussieht. Und dann haben wir noch einen Fendt Pharma 308 LSA. Und dann kommt mein Stück. Teil 5. Ich fahr sogar raus, ein Stück für euch. Oh, da drüben die IHC. Bisschen gestrichen. Oh, die sind sauer und herrlich hier. Die Hupe, naja, Der gute Kerl hat. Oh nein! Eieiei. Komm mit Kerl, ich rette dich. Der steht doch am Platz noch da. Nee, bei mir nicht. Aber gut. Ey, ich hab einen anderen Freundlader. Der war doch mal an. Kann sein, dass wir vielleicht einmal ausgewechselt haben. War das nicht mal Zeitzug damals? Keine Ahnung, vielleicht haben sie mal einen neuen gekauft. Alter, du musst auch von da nicht so nah rangehen, das spießt nämlich noch auf. Kann man den Gewicht packen, sieht aus wie ein Flieger. Warte, ich guck mal, ob ich. Wie weit du vorfahren kannst. Ja, bisschen zurück. Ja, okay. Ja, passt. So, dann machen wir hier wieder zu. Bitte draußen. So. Was haben wir denn hier noch alles rumstehen? Da hinten haben wir auf jeden Fall einen Wunsch, weil das sieht ein bisschen neuer aus, ein bisschen eingewachsen hier. Ich glaube, wir müssen auch mal dann dringend mal gucken, dass wir die Fahrzeuge einmal nachschauen. Schön neulack, sogar neu lackiert. Oh, schön, schön. Aber ich glaube, die brauchen alle mal ein bisschen Nachölen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob der Dünger noch so haltbar ist. Der drin. Ja. Ich glaube, der ist nicht mehr so ganz geht gut zu gebrauchen. Noch? Keine Ahnung. Oh, das geht noch. Oha! Moin. Okay, wir haben was haben wir hier also stehen, alte Kreissäge. Okay, ein bisschen große Pilze. Den Anhänger mal da vorhin schon gesehen, ist glaube ich. Was ist es denn für einer? Wellcast, glaube ich, könnte man nur mal kurz feuchten. Da hier ist ein Tonner sein. Ja, ja hier ist ein Ding. Ziemlich große Pilze. Aber wie riesig ist dieser Pilz? Holy shit. Eieiei. Du wurde aber. Alle Fälle haben wir hier ein Heuding. Oha! Oha! Ja. Oh. Kann man hoch. Leider. Wie ist denn da hin? Ach, da kann man hier hinten reingucken. Aha, okay. Schön, schick. Okay.
Okay, was haben wir hier noch? Ein Waldweg, okay. Und hier haben wir, was ist das denn hier? Eine. Da kann man auch wieder Sachen reinpacken, aber die ist ziemlich flach, also ich glaube nicht, dass man da jetzt mit einem großen Traktor reinkommen würde. Boah, wir brauchen eine Skorpion und dann ein Heulager. Oh ja. Was ist das denn? Einsatzfunktion. Sorry Leute, was ist das? Mit der, können die Umschalter an oder Windows? Loco-Taste finde. Sis? Ich habe gerade irgendwas von Windows bekommen. I don't know, muss ich mir dann später angucken. So, wir sind wieder zurück. Ich raus. Ja. Oh ne, warte. Ist die Treppe noch gut, meinst du? Die schaut schon ein bisschen morsch aus. Die ist noch gut. Okay, einfach wenn du schon dreimal rauf und runter. Oha. Ich steck fest. Obacht, aber das Geländer ist neu gemacht. Das ist auch noch nicht da. Komm nicht rein. Ich bin so fit. Boah, Stühle. Oh, was liegen hier noch für Sachen? Ah, noch ganz alte Dokumente anscheinend. Okay, die müssen wir auf jeden Fall safen. Vorsicht, Elektro. Okay, gut, dann bleib ich da mal schön weg, ne? Zutritt nur für Mitarbeiter. Ja, wir sind Mitarbeiter, ne? Ja. Ah, hier haben wir eine Übersicht über das ganze Lager. Das gute Weizenlager oder Getreidelager ist eigentlich. Weißt du, Strom drauf, wenn ich hinlang? Ich weiß komm nicht. Mal her, ich. Komm mal her, ich lang dich gerade. Okay, es ist drauf. Okay. Das wissen wir also auch, also funktioniert noch. Was ist das hier? Licht! Das Licht funktioniert noch. Wir hätten es eigentlich einfach so ausprobieren können. Egal. Egal. Dann lass ich mal dich mal vorlaufen hier. Oh. Oh, hier geht's hoch. Oh, hier haben wir eine schöne Beleuchtung. Ne? Ah ja, hier sind wir aber hoch drauf. Oh Gott, oh Gott. Ah ja, da wächst aber schon ein bisschen Grünzeug rein. Aha. Soll ich da? Ne, ich wag lieber nicht. Aber okay, okay, hier sind die Silos. Können wir ein bisschen drüber gucken hier? Okay. Dann laufe ich mal wieder runter. Weil hier ist es ziemlich eng hier oben. Wo bist du denn? Ich bin beim Auto, ich war ja gerade schon. Ganz tiefer. Okay. Oh, der war doch rückwärts gegangen. Machen wir hier mal wieder zu. So, passt. Dann machen wir jetzt da vorne zu. Ah, nicht, hier ist auch noch Licht, okay. Ist da? Okay, da ist es. Dann machen wir hier wieder zu. Dann schnappe ich mir mal kurz mein Auto. Ey, Gott. Oh, drüber gehüpft hier. So. Dann glaube ich, würde ich mal sagen, dann laufen wir mal zum unteren Hof runter und dann heißt es Feldbesichtigung. So. Lauf. Komme ich hier wieder rum? Oh, geht. Aber ich muss nochmal zurückfahren. Ich hoffe, wir fahren jetzt nichts um. Ne, geht. Okay, gut. Wann laufst du? Die faule finde Sau will laufen. Ja, moin. Was ist? Nichts. Das hat man vorher gehört, ne? Die Zuschauer haben es mitgekriegt. Das geht auch nicht. Sorry, war abfällig. Oh, da war meine Bank. Ja. Ich bin hier nicht reingefahren, ich habe noch gebremst, aber ich habe vorne auch eine gute Bullbar dran, also. Da komm ich nur mal raus! Shit. Oh ne, da ist ein Audi vor mir. Ich fahr da mal mit 70 zum neuen Hof, ne? Hier ist Verkehr, nee. Wir haben uns natürlich vorher ein bisschen hier über die Flächenlage informiert. Google Maps natürlich hier, ne? Ja. Ich ja. Navi am Start. Ich war damals öfters da, ich brauch gar keinen Navi. Ja, ich war schon länger nicht mehr hier, ich kenne mich gar nicht mehr so aus, aber wenn ich wieder alles sehe, ich komme da wieder dazu. Hilfe, ist das rutschig. Ja, es ist Frühling, ist wahrscheinlich noch ein bisschen nass. Den ist Bagger, oh, den alten Mischbagger haben sie doch nicht verkauft. Oh, wie geil. Oh, da steht sogar noch da steht noch das ganz, ganz alte Auto. Aber wo parken wir denn? Ich würde einfach mal. Ach, was schloss die Parken war hier unten. Ich fange mal ein bisschen mit Spiegel hier. Kann ich, ja? Aufpassen, hier nicht an den Zaun dran schrammen. Ich glaube, so geht's. Dürfte es hoffentlich gehen. Okay, geht perfekt. Was haben wir denn hier? Wo ist er denn hingefahren? Ah, da hinten ist er. Hango. Oha, ein altes Jaulefass. Kirchne. Och nee, du! Vorsicht, Explosionsgefahr, Vorsicht, Vergiftungsgefahr. Ah ja, moin. Also das steht auf... Also auf ich glaube, das benutzen wir nicht mehr. Da sind irgendwelche Stoffe drin, ich glaube, die sollte man nicht mehr benutzen. Oh, geil, der alte Mischbagger hier. Oh, schön ein... Hilfe, was ist los?
Du hast, glaube ich, irgendwas geöffnet. Ein Schweinestall? Sind hier noch Tiere drin? Ich glaube es noch nicht mehr, ne? Ne, die sind alle weggekommen, okay. Was hast du denn gefunden? Oh, da steht. Oh, da ist ein Stück. Hiya. Oh, schön, schön, schön. Also, wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Sachen. Zwei Anhänger, zwei alte hier. Dann alle Menge Legarant. Oh, und den Glas Dominator. Oh, herrlich, herrlich. Hier ist noch ein Platz. Ein Teil leer, okay. Gut. Ey, warte mal. Hier. Komm mal hier rauf. Ja, warte. Ich komme. Mehr Kombination, okay. Oh, das war richtig schöne, Modern. Ja, schön, schön. Oh, was noch ein Kirchnerfass. Noch ein Kirchner, ah, diesmal mit Schleppschuh, oder? Dürf Schleppschlauch. Ist ein Schleppschlauch oder Schleppschuh? Hat das halt so, warte. Hm. Oh, das hat, Simple IC. Echt? Stimmt. Ich glaube, da kann man das abkuppeln. Oder absenken, glaube ich. Und noch einen, okay, einen bisschen größeren Flug. Also hier sieht man, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen der neuere Hof hier. Da stehen schon ein bisschen neue Gerätschaften, noch größere Gerätschaften. Hier einmal einen, was ist jetzt ein? Köckerling-Gruppe. Okay. Ein Gregory Besson. Besson? Ja, irgendwie so heißt er wahrscheinlich. Ein, 1, 2, 3, 6 Schar. 6 Schar Wände. Alter, ist Schleppschlauch. Nee, Schleppschuh. Okay, Schleppschuh, ha, hab ich doch richtig gelegen. Oh, da vorne steht was Schönes. Das ist auf jeden Fall was Neues. Oh, 415 Fan. Du wolltest die Tür auf. Egal. Ich komm mal. Ich hab. Der Mann geht jetzt ohne Traktor. I don't know. Vielleicht war da noch ein bisschen Druck drauf. Ja. Jetzt sagen wir mal nichts. Oi, ein schönes neues Lager hier. Oi, schön. Kann man oben rauf? Da hinten. Da ist was Neues. Das war damals aber noch nicht. Das ist neu. Das haben sie neu gebaut. Hier ist ein Lager. Ja. Oh, schön. Warte mal, hier gibt's eine Leiter. Haben wir überhaupt schon was drinnen? Warte, ich muss. Warte, ich öffne mal. Jo. Ach, geht. Haben wir was drin da noch, oder? Ein bisschen was. Ey, kommt man da hoch? Ach du Scheiße. Nee, kommt man nicht. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir am letzten Eck. Am Arsch der Welt einen Acker haben. Ey, ich warte mal, ich muss mal kurz selber auf die Karte hier gucken. Ja. Das ist eine Wiese, was wir da haben. Ja gut. Mein Feld 3. Also. Okay, ich glaube aber. Der ist ja wirklich am Poppet der Welt. Ich glaube, die Feld 128 und Wiese 148 ist noch weiter entfernt. Straßentechnisch hier. Oder ja, ich denke. Geht aber noch, aber gleich. Die andere. Ach du Scheiße. Oh, eine ne, was ist das? Für Tauben ist das, oder? So größer als für Tauben. Die Hütte hier. Müsste aber ja für Tauben sein. Den werde ich abreißen, wenn es für Tauben ist. Tauben verscheißen dir alles und machen es dir kaputt. Echt, okay. Was flackt denn da drin? Boah, ich kämpfe mich doch um Buschi. Oh ja, lass doch um Buschi kämpfen, Alter. Oh. Alter, wir haben da noch so viele Zecken, ich sag's dir. Ja, wobei, es ist Mitte Frühling. Gibt's da schon Zecken? Ja. Ich glaub schon, oder? Oh ne, alte Betonmaschine. Ziegel, ist das noch ein alter Sack? Ich hab ein bisschen Holz rum. Okay. Du hast Licht eingeschaltet. Oh. Ich hab wieder aufgemacht. Oha, ein Fend. 415. Was haben wir hier? Bei war? Vielfalt entdecken, Leistung erleben. Ein Flüssiggas. Aha, okay. Müssen wir nochmal genauer angucken hier. Da habe ich sie schon gleich eingesetzt. Oh, schön, schön. Dann lass mal Feldbesichtigung machen, würde ich sagen, oder? Hier haben wir jetzt noch. Nee, warte mal, komm mal mit. Da unten, waren jetzt hier bloß im oberen Bereich. Unten gibt's ja auch noch was. Ja, warte, ich muss nochmal das dicht machen hier. Ja, nicht, dass da irgendwelches Zeug reinkommt, was nicht rein sollte. Natürlich, du. Dann komm mal mit hier. Da haben wir ja schon gesehen. Oh, guck mal, was hier so ist. Oh, hier ist ein Traum. Hier ist ein Traum. Ein Schlüter. Was ist ein Schlüter? Super. 1500 TVL Spezial. Ein bisschen aufgeklappt. Ich glaube, manchmal läuft der noch oder war der beim Reparieren, weil er hier so aufgeklappt ist. Wollen wir mal ausprobieren. Batterie wird wahrscheinlich leer sein. Oh ne, er läuft noch. An wen püpschen? Oh Gott. Da fährt er gleich los. Boah. Schön, ich bin ja mal weg, ne? Oh, geil, der Sound. Geil, geil, geil. Was haben wir hier? Ein Eicher. Wo dann? Oh, schön, schön. Ich mag pflügen. Schafft er das? Ja, den kleinen Flug müsste er schaffen. Und oh, den Eicherkönigssieger. Das ist der gleiche, wie wir zu Hause haben. In Real Life mal dann die beiden. Oh, schön. Geil, geil, geil. Okay, warte mal.
Was haben wir hier drüben? Komm mal wieder her hier. Ja, Mama. Du blinkst noch. Ja, warte. Park mal wieder durch. Das war die falsche Tor. Ja, muss eins weiter. Hallo, jetzt geht der Rückwärtsgang nicht rein. Ich glaube, der war doch beim Reparieren, wenn der Rückwärtsgang nicht so reingeht. Ich glaube, bevor wir loslegen können, wenn wir eh nochmal gucken, dass wir alle Maschinen nochmal wieder überholen, damit die alle einwandfrei laufen. Weil die waren jetzt auch eine Zeit lang gestanden. Bisschen Öl drin. Die reißen neue Luft, weil die lenkt ein bisschen schwer. Ja. Da geht das. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir den Häcksler. Oh. Zwei Anhänger noch mal einen Häcksler. Läuft doch. Läuft sogar noch, ja. Ich habe zwar keine Hupe. Ich glaube, die ist kaputt. Hier steht ein Werkzeugkoffer. Die nicht. Oh. Die ist eindeutig. Also, oi, der Gang ist so auch noch. Was haben wir hier? Den Mengele. Also ich glaube, der Häcksler funktioniert noch relativ gut. Kann auf jeden Fall noch fahren. Ja, passt. Dann haben wir hier noch einen Unsinn. Geht da noch an. Und den Anhänger. 7,1 haben wir. Oi, der läuft sogar noch. Geil. Okay, ich glaube, dann sind wir. Du. Hier hinten kommt man raus. Oh, hier schon. Was habt ihr gerade? Dreimal. Ach, schön. Sure. Oh, geil. Okay, gut, ich glaube... Dann lass ihre Grin starten hier. Ja, warte mal, hier ist noch was. Oh, ein Weidemann. Ah ja, hab irgendwie keinen Platz. Ein Weidemann und noch ein paar Anbaugeräte, Schaufeln und so wir weiter. Wir haben Hühner, Flo. Wir haben Hühner? Oh oh. Lebt die noch? Ich höre da was piepsen. Ich glaube, die leben noch. Ich komme da nicht rein. Oh, wir haben Hühner. Wir haben Hühner. Wollen wir das nachschauen? Was ist da drin? Noch gar nichts. Oh, die haben nicht mal was zu trinken. Die Armen. Wenn wir uns schnell drum kümmern. Heieieiei. Normalerweise. Ja, gut, hier ist offen. Na gut. Das ist noch ein altes Wohnhaus. Okay. Okay, okay, okay. Oh, geil, mal gucken, ja. Mal, hier gibt's Klappstühle. Komm mal her. Was ist es mit auf? Oh, hier ist schön. Wir machen was hier für Mene auf. Altes. Ja, altes. Okay, das sind die Kühe und die Viecher. Die haben sogar Schwein. Die haben ja gar nichts. Nee, gar nichts. Da waren auch schon mal okay. Mehr, da wir haben nur noch 6 Stück. Eieiei. Geschätzte Futtermenge? Okay, gut. Aber dann müssen wir uns gucken, wir müssen mal zum Händler fahren und da gucken, ob der was hat oder. Wir müssen erst, warte mal, erstmal gucken wir mal zu unseren Feldern weiter. Nee, mich sind die Kühe im Vorhin. Das sind keine Kühe. Die Tiere, wichtiger. Ja, okay, gut, mach das. Warte mal, was brauchen die denn? Ich muss ja ganz kurz mal in Wikipedia nachgucken, was die denn so nehmen. Warte, das mal wieder. Zurück nach einem kurzen Cut, mal wieder. kurzes Problem, warte, haben wir aber wieder gelöst. So, warte mal, was wollte ich jetzt gucken? Genau, wegen den Hühnern. Was brauchen die denn? Weizen. Ja. So gut. Was? Die kann man, okay. Also ich glaube, da haben wir noch gar nichts. So, okay. Also die brauchen dringend Weizen, wir haben so nur 6 Stück. Warte mal, haben wir Weizen zum Lager? Gurken? Ja, haben schon, Gerst, die nehmen sie glaube ich auch. Ja. Ich bin dabei. Hol mal Weizen. Wach, Junge, die verhungern. Die haben nur noch einen Balken. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein ganz altes Auto. Das ist noch von unseren, das ist noch von unseren Großeltern. Ding, jetzt ich ganz schön seh, du. Ja, auch da hinten Pferde. Oh, ist gerade richtig schön, alles richtig der schön. Der Ding läuft seit 20, ne, bloß. Ach du Scheiß. Ich weiß gar nicht, läuft denn in echt, würde auch nicht schneller laufen, oder? Junge, was ist das denn? Ah. Ich weiß nicht so. Ich glaube. Mir kein Weizen und so. Ich habe das Problem gemerkt, was das gerade die ganze Zeit ist. Und zwar, ich laufe normalerweise nur so, und dass ich halt ein bisschen schneller laufe. Wir haben hier kein Weizen da, scheiße. Wo ist er dann drin? Wahrscheinlich beim alten Hof. Haben wir da ein Lager? Ja, das eine da hinten doch drinnen. Aber ja, dazu, ich habe das Problem rausgefunden, was das gerade immer war. Und zwar. Wenn ich laufe normalerweise nur mit W und wenn ich schneller laufe, dann laufe ich halt mit Großschreibtaste. Und ich will natürlich nicht ganz so schnell laufen, da drücke ich W und die Großschreibtaste ein bisschen schneller. Und dann mein Fugel, ob ich die Großschreibtaste irgendwie da aktivieren will, die dauerhafte. Will ich aber nie, also ich muss das lassen. Okay, gut, ich habe es rausgefunden. Es ist doch kein Fehler von irgendwas. Wunderbar. Okay, warte, das heißt, wir müssen uns dann... Oh, ich muss ja noch mal schon was ausmachen. So.
Dann müssen wir uns da die Rundumleuchte noch an. Du hast die Zündung vergessen. Ah, sonst wäre die Batterie leer. So, jetzt lass aber was. Ich brauche mein IHC. Wo ist mein Audi? Ich nehme es einfach. Warte, ich komm mit. Bin drin. Da fehlt er. Ansonsten, wenn wir es nicht finden, wo das sein sollte, nehmen wir einfach, holen wir uns einfach mal ein bisschen, weil wir können mal gucken. Weil ich habe gesehen, warte, ich mache mal kurz hier nochmal die Navi auf. Wir haben, hier gibt es einen Baywa Agrar, da müsste normalerweise auch, zum Beispiel gerade ein Ding mitgenommen, Alter. Aber wenn es um Tiere geht, egal, wenn es um Tiere geht, dann ist er richtig, Alter, dann ist er richtig drauf, Alter. Wir waren das nicht da hinten mit dem Zaunpfahl, der war da schon immer gelegen. Ist da gerade der Motor ein bisschen abgekackt? Ich glaube, der braucht eine neue Kupplung. Da. Oh Gott, oh Gott. Sorry, bei mir ist gerade jemand reingekommen. Ja, der vorhin ist der Motor ein bisschen komisch abgekackt. Ja, ich hab's wirklich gekriegt. So plötzlich ist auf Vollgas, so gefahren. Dann ist wieder gegangen. Ich glaube, der muss mal zum. Gib Gummi, alles Auto, du Beschätzchen. Aber warte mal, wo haben wir denn hier noch schon ein Lager? Ich sehe hier keins. Weil da drüben, wir haben ja. Ja, haben wir da geguckt? Warte. Also, du hast ja schon den neuen. Du kannst das ja direkt machen. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Wer hat denn das Auto doch so blöd hingestellt? Warte, ich war ein bisschen weg. Ich hab da gerade den Laufen. So. Dann drehen wir hier mal. Oh oh. Das war gar knapp. Ich bin fast gegen die Hauswahl gefahren. Ah, ja, ja. Du kannst. Geht nicht ab! Das geht nicht schneller. Du kannst den, glaube ich, eigentlich über Dings machen. Normalerweise. Das ist Schnellkuppler. Ach, ja, jetzt habe ich gefunden. Der ist noch den alten gewohnt, bei dem, wo man aussteigen muss zum Abmachen. Warte mal, ich kann das Auto eigentlich nicht stehen lassen. Stürzt er nicht. So. Westgang rein und Knallgas. Boah, das war knapp. Warte mal, ich lauf da mal schnell rüber. Sprinten. Oh. Drüber hier. So, warte mal, wir müssen doch hier irgendwo eine Anzeige haben. Das Licht. Aber ich glaube, die sind leer, meines Erachtens. Aber warte mal, wo haben wir schon noch irgendwas im Besitz, wo ein Lager stehen könnte? Nee, glaub nicht. Hätte den Hänger dahin. Aber hier sind auf jeden Fall viele Busche. Halt, das war falsch. Wo kriegt man denn das Zeug raus hier? Hier vorne irgendwo. Da wo du bist. Da bei dem Rohr. Ah, da. Okay. Oh, das wird auf jeden Fall bocken, dann mit dem Drehschirm hier rückwärts reinschieben. Kommt da was raus? Warte, ich guck mal innen drin. Gucken wir innen drin, na, normalerweise, aber wir waren doch vorhin hier. Nee, also da würde was rauskommen, aber da ist nichts drin. Da bin ich irgendwie verwirrt, wo soll das schon sein? Ich habe keine Ahnung. Dann fahren wir nochmal schnell zurück zum Hof und dann oder beziehungsweise holen wir, gucken wir, ob da irgendwo Hühnerfutter ist zum Ankaufen. So. Dritter hat dich zwei. Ja, wir müssen ein bisschen vorbereiten, ne? Warte mal, wir brauchen Hühnerfutter. Die Frage ist, können wir kurz den Katalog gucken? Hab doch hier vom Händler den Katalog, aber ich weiß auch nicht, ob es den noch, ob der auch. Steig ein! Ja, warte! Oh, ich bin mal kurz hier rübergerutscht über die Bank. Soll ich fahren oder du? Ich fahr schon! Wo müssen wir überhaupt hin? Warte, also ich weiß wohin. Ich guck kurz. Oh, nee. Den geraden Weg runter und dann der. Da war schon wieder die Bank. Bist du sicher, dass du fahren willst? Ja, ich fahre. Ciao, noch gut. Das ist mir ein bisschen riskant. Okay, gut. Leute, wenn wir drauf gehen, rechts. Da kommt ein Auto, pass auf. Gut. Bin ein guter Fahrer. Nur nüchtern. Da vorne ich sehe ich was. Aber du fährst gar mitten auf der Fahrstreue. Nein, ich kürz ab. Wir fahren auf mindestens 80, Alter. Hier ist. Oh Gott.
Er lebt noch, zum alles Händler? Gut. Ja, da geht's glaube ich rein, ja. Oh. Park davor. Links. Das ist das Richtige. Ja, fahr einfach da so links davor. Hier glaube ich. Da sind wir wieder, wir waren jetzt kurz da drin und haben gefragt, ob wir schnell irgendwo Hühnerfutter herkriegen, ja. Und er hat gesagt, da hinten müsste noch irgendwo was stehen. Ich fahr mit dem Auto hinter. Ja, mal kurz gucken. So viel dazu, du bist der Faule. ja, der Pferd, ich laufe hier. Haha, ich hab Sport gemacht. Hier steht noch was. Ein Premium Chicken Feed Big Bag. Meinst du, das erheben wir? Komm, ich weiß. Locker, komm her, wir heben das weit hoch. Okay. Oh, scheiße, wir haben gerade das andere ein bisschen mitgekratzt hier. Ist egal. Ja. Okay. Oh, ich bist auch überhaupt. Oh Gott. Oh. Fallen. Okay, oh Gott. Scheiße. Ein bisschen die Federung, aber es geht noch. Egal. Okay. Let's go. Klappe hinten nicht vergessen, ist sie zu? Warte, ich guck mal. Ist zu, okay. Zugeschmissen. Ich glaube, ist sie vorne ein bisschen leicht. Ja, das merkt man auch richtig. Ja, gut. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Das wird nichts. Warte. Du nimmst wieder das Auto mit. Oh. Okay, er ist drunten, passt. Ich schieb da noch ein bisschen hinter, der ist jetzt leichter geworden. Da steht auf jeden Fall ein Pickback. Ein Pickback. Eine Eier. So. Huch, wie geht's denn jetzt? Oh, sie leben. Sie haben was zu fressen. Oh, wunderbar. Die Gesundheit wird auch wieder besser. Ja. Wir haben sie gerettet, die 6. Wenn es auch nur noch 6 sind. Es waren früher auf jeden Fall mal mehr. Aber wir haben sie gerettet. Die Frage ist auch. Wieso ist hier kein Gitter drin? Na gut. Was? Hier ist kein Gitter drin. Egal. Das brauchen sie nicht, das sind Feine. Ja. So, warte mal, wir müssen doch noch. Ich glaube, wir müssen noch Dingens gucken, doch, oder? Unsere Felder. Wir haben doch heute gar keine Feldbesichtigung gemacht. Ja, ich hol mein Auto. Ja, meiner steht ich da noch. Ich hab das ganz fein hier geparkt. Wie viel schön an der Seite. Oh. Oh, der fährt sich gleich viel anders da hier. Hoho. Ich glaube, wir können da oben gleich rausfahren, oder? Ja, wenn ich hier rauskomme. Tja. Ja, das wird nix. Scheiße! Hast du dich Fisch gefangen? Ich habe eine Salve nicht dran. So, warte, ich muss mal gucken, wo müssen wir denn hin? Ach, gleich hier drüben ist einer. Warte mal, können wir eigentlich schnell laufen? Ich fahr mit dem Auto. Hm. Oh, wer hat denn da sein Auto geparkt? Ja, okay, das hätte ich mir auch denken können, dass der Acker hier uns gehört, okay. Ja, der hat. Ja, geht. Hier ist ein bisschen. Oh, hier wird es ein bisschen holprig. Okay, müssen wir mal gucken. Hier ist eine Wiese. Abebenen. Der Acker. Oder da hinten, okay. Oh Gott, hier ist Verkehr. Echter Stacheldraht. Aua. So. Okay, die Wiese gehört uns hier, oder? Ja, okay. Nee. Der Acker daneben. Der hier. Okay, gut. Dann wissen wir das auch. Ja. Meine Güte. Feuer schon. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh! Links nun da. So. Passt. Oh, gut, aufpassen. Da geht für ganz schön eng rum. Ja, müssen wir aufpassen. Die Zäune hier sind schon ein bisschen. Oh. Nicht ganz so geil, oh. Das Auto ist nicht ohne, ey. Warte mal, wo müssen wir denn hier hin? Okay, warte, wir müssen hier vorne rechts. Alter. Kommt immer in der Kurve ist nicht so angenehm. Nee. Jetzt habe ich hier so eine lahme Schnecke vor mir. Überhol doch, du hast. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Da war eine Kurve, da kann ich nicht überholen. Jetzt aber. Und da ziehen wir vorbei. Du musst die Beine, ich glaube, da kommt ein Auto. Nee, doch nicht, okay. Warte, wo müssen wir denn hier rein? Kommen wir hier rein? Nee, wir müssen eins weiter vorne rein. Hier müssen wir rein. Falsche Seite, ich stehe fein, ne? Schnell rüber. Ja, hier ist Verkehr. Scheiße. Brücke. War knapp. Aber ging noch. Gott. So, warte mal. Sind wir schon da? Ne, wir müssen noch ein Stückchen gucken. Ich lasse jetzt immer hier mal das Navi offen. Wir sind da. Wer müsste? Warte mal. Ich bin auf unserem Acker. Der überholt aber mal. Scheiße. Warte mal. Scheiße. Scheiße.
Ich hab, oh, jetzt bin ich komplett drin. Warte, ich komme wieder aufs Feld. Oh Gott. Eieiei. Okay, hier gehört uns auf jeden Fall ein Acker. Dann haben wir hier Wasser. Okay. Was haben wir hier? Aber wir haben hier eine Weide, okay. Kurz drüber hier. Was ist das hier für eine Weide? Sieht mir nach Schafen oder sowas aus. Ja, könnte Schafweide sein oder sowas in der Art. Okay. Ich steck schon wieder drin für den Ball. Was machst du denn da hinten? Ich schau mich hier ein. Ich komme hier nicht mehr raus. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Halt einfach weg, Hilfe! Wenn man komm da schon. Ist noch ein dritter Acker. Du alle, bist voll Ranger, Alter. Ich glaube alle. Mann. Ich glaube alle Acker können wir heute gar nicht besichtigen, weil wir sind jetzt schon bei knapp einer Dreiviertelstunde. Oh. Dann müssen wir was auf morgen gucken. Hilfe! Auf morgen verschieben wir, und der hinter mir hat noch ein bisschen zu viel gesoffen. Ja, warte mal, ich hab mal hier. Ja, gut, steigen wir aus und müssen uns von den Leuten verabschieden. Der sieht aus. Ja, Leute, das war's für die erste Folge. Seitdem es um die Tiere gegangen ist, ein bisschen. Ja, ich glaube, der hat noch irgendwo ein altes Bier gefunden. Oder ein paar Kirschen, wo schon ein bisschen, naja, nicht mehr so gut waren. Ja, auf jeden Fall, wir dürfen uns für das Zuschauen für die erste Folge bedanken. Ich geh mal ein bisschen weg, da wird gleich lauter dahin. Oh Gott. Eieiei. Okay, ich geh mal hier schon auf die Wiese, da passiert mir nichts. Hoffentlich. Wir haben, wir haben noch einen Unterstand gefunden. Also, ist ein Unterstand? Da ist ein Unterstand. Ja, oh, moin. Ein Unterstand. Ich glaube, da kann man. Vorne irgendwo. Oha, ja, hier geht Weg rein. Mhm. Egal, wir müssen los. Ja, auf jeden Fall. Die Leute haben keine Zeit, du. Ja, wir gucken hier noch ein bisschen rum und wir dürfen fürs Zuschauen dann auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Für die erste Folge auf der Ellerbach sind wir auf jeden Fall heute schon mal wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann, boah, ich weiß gar nicht noch genau, wann die nächste Folge kommen wird. Mal gucken, ob wir jetzt gleich dann noch eine aufnehmen oder, weil es wird schon, die sind ein bisschen hochwertig produziert, das heißt, es dauert ein bisschen. Und ja, ansonsten kommt einfach, oh Gott, kommt dann einfach demnächst, eine weitere Folge auf der Ellerbach. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und bis morgen, macht es gut, haut rein und ciao, ciao.